So, hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal und schon wieder. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe gestern alles abzufilmen, aber ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Ich musste dann irgendwie noch 1,5 Stunden mit meiner Schwester telefonieren. Und von dem her, oh, Weiber untereinander. Wie auch immer, ich habe noch eine Ü-Post bekommen, und zwar von der lieben Nicole. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, deshalb machen wir es jetzt auch mal miteinander auf. Vorne drauf stehen die Adressen. Der Umschlag ist wieder super schön mit einer Wimpelkette verziert, aber das kann ich euch. Wartet mal, vielleicht kann ich es euch irgendwie zeigen. Schwupp, schwupp. Hier oben ist schön verziert. Habt ihr das gesehen? Aber jetzt drehen wir es wieder um, weil hier steht nämlich auch Open here. Was machen wir jetzt miteinander? Ich bin sehr gespannt. Ich weiß von gar nichts. Bitte nicht knicken, steht vorne drauf. Ich bin mal gespannt. Und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil gestern ist es mir ja passiert, dass ich in die Post reingeschnitten habe. Das war super mega bescheuert. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. So. Habe ich offen. Oh mein Gott, was bist du denn? Ich hole es mal raus und lege den Umschlag schnell zur Seite. Brauchen wir eigentlich Licht? Brauchen wir Licht? Warte mal. Guck mal. Oh, da ist noch was drin. Ah, die Post wahrscheinlich. Jetzt ist leer. Hervorragend. Ich versuche mal mit Licht. Ist besser? Ein bisschen vielleicht, ne? Jo. Hier ist die Post. Die schaue ich mir jetzt kurz an und dann bin ich gleich wieder da. Kleinen Moment, bitte. So, ich habe mir jetzt die Post durchgelesen. Die war hier in dem orangen Umschlag und ich muss euch das Papier zeigen, auf was sie geschrieben hat. Seht ihr das? Es ist ein Stinktier, ich denke, es ist ein Stinktier. Und Achtung, der macht Yoga, weil hier oben steht, meine liebste Yoga-Übung, aufgehender Mittelfinger beim Morgenrot. Ist es nicht geil? Ist es doch super mega? Ah, oh, ich hype das gerade voll. Liebe Nicole, du hast Niki, hast du drunter geschrieben? Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder total durcheinander, weil ich ja schon ungefähr 7 Nikis und Nicoles habe, die mit denen ich in Kontakt bin, aber überhaupt kein Problem. Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Sie hat gesagt, sie bastelt noch nicht so lange, aber das tut ihr überhaupt gar nichts zur Sache. Sie hat es hier nochmal eingepackt in Ceva. Ceva ist auch immer sehr geil, weil da kann man ja sogar Männer mit wegwischen, haben wir aus der Werbung gelernt, ne? Wobei, nein, wir wollen ja unsere Männer, die sind ja die besten Männer der Welt. Wir schauen jetzt mal, es kommt mir sehr vor wie so ein Loaded Bag, Loaded Envelope oder wie auch immer ihr das nennt. Vielleicht kann man es auch so von oben oder nach unten rausziehen, ich weiß es noch nicht. Ja, ist okay. Oh. Guckt mal. Wartet mal, ich muss das mal wegnehmen. Ja, so. Das ist doch wieder dieses super süße Lama-Papier, das ich doch in dem mega coolen, etwas anderen Flipbook gehabt habe. Also, wisst ihr, was ich meine? Oh, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hey, voll cool. Wo gibt's denn dieses Lama-Papier? Ist das echt ein Action-Papier? Keine Ahnung. Also, ich habe es auf jeden Fall nicht. Voll cool. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Geiler Spruch. Hier unten. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Okay, dann mache ich das heute so. Es ist gut, dass ich das zu früh auspacke. Sehr, sehr cool. Alles so ein bisschen in Blau gehalten. Passt ja auch zu den Lamas. Das sind ja auch schöne blaue Herzchen dazu. Aber jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Hast du das trotzdem aus einer Papiertüte gemacht? Ja, ne? Aus einer Papiertüte und dann die Ecken noch abgerundet und einfach das Papier drauf geklatscht, so wie ich es halt auch mache. Und hier unten, wartet mal, ich will es jetzt bloß. Aha, du hast das hier sogar umgeschlagen, dass du hier unten keine Kante dran hast. Sehr, sehr cool. Hey, Hammer. Voll cool. Und da machst du dir aber jetzt keine Gedanken, dass du noch nicht so. Ich bastel noch nicht so lange. Das sieht doch super schön aus. Das sieht. Nein, das ist jetzt. Wo habe ich denn das wieder hin? Ich habe doch mal so ein Vintage-Ding gebastelt und da so ähnlich sieht es auch aus. Und bei mir würde das nicht anders aussehen. Ich finde es richtig cool. Hier hat sie so goldene Glitzersteinchen nochmal draufgeklebt. Und das ist ja auch voll schön. Das ist so ein Kraftpapier mit goldenen Herzen. Voll, voll schön. Oh, Niki, vielen Dank. Liebe Nicole. Niki, Nicole. Ich sage jetzt Niki zu dir, weil im Brief stand Niki. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ist das süß. Und guck mal, hier hat sie Paperclips gemacht. Das sind so Holzteile. Ich glaube, die sind aus dem Teddy. Und hier mit der
Eule. Und da hat sie hier oben einfach noch Fädchen da dran. Ach ja, also so Bast dran geklebt, dass die aussieht wie so eine Indianereule. Ne? Also wie hier so Federn oben am Kopf von Indianern. Voll, voll cool. Und ich sehe schon, oh, was hast du mir denn alles eingepackt? Was ist denn das da unten? Schauen wir uns gleich an. Wir holen jetzt mal die Goodies miteinander raus und schauen mal, was da auf uns zukommt. Ach, das ist Washi-Tape, aber auf was hast du die denn aufgefädelt? Das ist ja cool. Hab ich ja noch nie, nie, nie nicht gesehen. Das sind so Garnspulen doch, oder? Also so aus Plastik, also Kunststoff. So Garnspulen und da hast du Washi-Samples draus gemacht. Das ist ja eine coole Idee. Na, hier unten könnte man das Garn dann einhängen, dass es halt sich nicht weiter aufwickelt. Voll cool. Und das Washi-Tape ist auch cool. Das ist so mit Dschungel und Blättern und so. Ich glaube, das hatte ich schon mal bekommen. Irgendwo auch als Sample. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Idee finde ich cool. Wo gibt es denn solche Spulen? Und hier ist noch ein rosanes mit verschiedenen rosanen Zacken drauf. Auch ziemlich cool. Ich finde die Idee gerade mega. Da kannst du mir ja vielleicht mal sagen, Niki, wo du diese Spulen her hast. Ne? Das ist, finde ich, nämlich echt ziemlich cool, so zum Verschicken. Das ist auch, wenn man mal ein Sample in den Pocket Letter verschickt, ne? Weil das trägt ja dann immer aufrecht, wenn man hinten dann die Goodies in den Pocket Letter reinsteckt. Also das wird dann immer so dick und da kann man dann, das kann man dann hier umgehen, weil es hier so schön dünn bleibt. Sehr cool. Finde ich cool, die Teile. Vielen, vielen Dank für das Washi-Tape. Und da lacht mich doch schon was an. Was bist denn du? Guckt mal. Das sind zwei so geschliffene Cabochons. Und da steht Merry Christmas drauf. Und hier oben ist so ein kleiner Knutsche-Elch. Seht ihr das? Oh, jetzt fängt die Sonne wieder an. Gerade war sie nicht da. Hier steht Merry Christmas mit so einem kleinen Rentier, Rotnasen-Elch, keine Ahnung. Und hier unten ist so ein super süßer kleiner Weihnachtsmann. Die sind ja auch süß und auch wieder so super schön verpackt. Oh, ja, na, fürs Weihnachtsbasteln halt jetzt, ne? Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass das jetzt irgendwann anfangen muss. Irgendwie schaffe ich es nicht, den Herbst einzubinden in mein Gebasteltes. Ich überlege gerade, seht ihr einigermaßen oder muss ich den Rollo vorne mit runter machen, weil es nämlich unglaublich blendet. Aber ich denke, es geht noch einigermaßen. Dann hat sie mir hier Blätter eingepackt, Blätter zum Herbstbasteln. Sehr cool, du bist auf alle Jahreszeiten bist du vorbereitet, ha, Niki? Super. Die muss man übrigens mit Heißkleber kleben. Ich habe da auch welche und habe das mal versucht mit Tombow und der suppt dann so richtig schön durch, ne? Also so Flüssigkleber. Der suppt dann so richtig schön durch und macht vorne drauf hässliche Flecken. Also bei mir, sage ich jetzt mal. Die sind super. Mal gucken, ob ich was Herbstliches heute oder morgen noch zusammenbringe. Und morgen wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich eher heute. Seht ihr jetzt, das ist ja die Sonne. Aber ich denke, es geht einigermaßen, ne? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Wartet mal, versuche es mal anders zu machen. Moment bitte. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Und vor allem muss ich nicht immer gegen die Sonne schauen. Also vielen, vielen Dank für die Blätter, Niki. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut fürs Herbstbasteln gebrauchen. Und hier ist noch was drin. Hast du die zugeklebt? So, ja, ne? Ja, sehr cool. Und hier hat sie, was ist das? Ah, so Handmade-Stofflabels. Oh, mit einer kleinen Eule. Warte mal. Nein, sieht man es nicht, aber hier hinten drauf sieht man sie. Das sind so Stoffeinnäher, ne, mit Handmade. Ich kann ja nicht nähen, aber das macht gar nichts. Die kann man ja auch kleben, ne? Also, die kann man ja tatsächlich auch mit doppelseitigem Klebeband irgendwo draufkleben. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn es denn mal endlich so weit wäre, dass ich handmade was gemacht hätte. Ja, du hast das hier. Ich glaube, du hast das nach meiner Anleitung gemacht. Ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber ich denke, den kleinen Kerl und die kleine Eule, die bleiben da auf jeden Fall dran. Und dann hat sie mir hier. Nein! Guckt mal! Oh mein Gott! Habt ihr das gelesen? Hier steht:
Miss Daisy DIY und Steffi drauf. Du hast mir einen Stift, einen Bleistift selber gemacht? Hammer! Was bist denn du für ein Tier? Bist du ein kleiner Drache oder was bist du denn? Ich kann es nicht so gut erkennen. Du hast so spitze Ohren. Ich denke, du bist ein kleiner Drache. Das ist mein eigener Bleistift. Oh mein Gott, oh mein Gott. Steht das zweimal drauf? Nee, das steht, wenn es so rund ist, gell? Oh mein Gott, den kann ich ja niemals, nie nicht verwenden. Oh mein Gott. Oh, das ist so lieb von dir. Niki, danke, 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 danke. Wie hast du denn das gemacht? Also ich, das ist Papier. Ich denke, korrigier mich, dass du das mit einem Plotter gemacht hast. Du hast geschrieben, du hast dir einen Plotter gekauft und hast du das auf so Klebepapier gedruckt. Und, aber das sieht so ordentlich aus. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oh, ist der süß. Niki, vielen, vielen Dank für den Stift. Den werde ich niemals, niemals nicht benutzen. Der kommt hier oben in meine, in mein Schlampermäppchen rein und dann werde ich den niemals nicht benutzen. Mein eigener Stift, ich freue mich gerade wie eine, wie eine, wie eine Blöde. Und die Idee ist ja auch wieder cool, ne? Also mit Washi-Tape umwickeln oder so, das ist ja alles, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber guckt mal, wie ordentlich hier die Schnittkante verarbeitet ist und Hammer. Oh, ist das süß. Oh Gott, den kann ich nie, 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 nie nicht verwenden. Voll cool. Niki, vielen, vielen Dank für diesen super schönen Bleistift. Vielen, vielen Dank. Kann ich nie verwenden, kann ich nur streicheln und anschauen. Und dann hat sie mir hier, oh, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich will jetzt mal wissen, was das hier unten ist. Ach, was bist du denn? Ah, das sind so Baum, also so Aststücke. Dreimal in rund und dreimal in so halb. Die kann man für Mixed-Media-Leinwände super verwenden oder wenn man halt überhaupt Deko macht, ne? Also sich irgendwie einen Adventskranz oder irgend sowas. Ich nehme ja meistens nur einen großen Teller und lege mir das dann drauf. Also ich bin kein Kranz, weil zu blöd für. Und dann mache ich mir nur so einen Adventsteller mit 4 Kerzen und da kann ich mir die dieses Jahr sehr gut mit drin vorstellen. Ich denke, da werden die auf jeden Fall mit zum Einsatz kommen. Sehr, sehr cool. Hast du die gekauft? Echt? Okay. Voll cool. Werde ich auf jeden Fall mit zum Dekorieren verwenden. Der Stift, ich bin gerade hin und weg. Oh mein Gott, da steht mein Name drauf. Und mein, also mit Steffi kann man ja einen Stift mal kaufen irgendwo. Aber Miss Daisy DIY, das ist halt einfach nur für mich selber gemacht. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank, Niki, da nochmal dafür. Und natürlich jetzt auch, ich musste den jetzt nochmal anschauen. Natürlich auch für die Aststücken. Vielen, vielen Dank. Kleinen Moment. Ich musste schnell mal von meinem Kaffee trinken. Schön aufpassen, dass die Kamera nicht ausgeht. Das fühlt sich auch so geil an. Weil gestern ja Kamera war ja schon Chaos. Oh, das ist das Selbstgemachte. Ich hole erstmal, das lassen wir mal noch, ich lege es mal hier zur Seite. Also noch was Selbstgemachte, das ist ja auch schon selbstgemacht. Und hier hat sie mir Blanko Postkarten eingepackt. Das ist auch ziemlich cool, ne? Zum Verschicken und Verzieren. Sehr, sehr cool. Ich hatte mal welche von der Post, also die kann man bei der Deutschen Post so kaufen, die sind dann schon vorfrankiert. Aber die kann man, also die sind, sie haben sehr saugfähiges Papier. Das heißt, die muss man dann nochmal bekleben. Ich habe das natürlich nicht gemacht und habe gleich drauf gestempelt das, und drauf koloriert. Das sieht man dann auf der anderen Seite richtig, richtig durch und dann vergesst es einfach. Hier hat sie mir auf jeden Fall Blanko-Postkarten eingepackt. Das finde ich super cool. Kann man ja auch immer gestalten, ne? Also es müssen ja nicht immer Klappkarten sein. Es können ja einfach auch mal Blanko-Postkarten sein. Also nicht Blanko, sondern einfach nur Postkarten und die dann verschicken. Hm? Verstanden. Und dann hat sie mir hier jetzt noch was eingepackt. Das ist garantiert auch selbst gemacht. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, das aufzumachen, weil hier unten ist zugeklebt. Aber ich weiß nicht, wenn ich da jetzt dran ziehe. Ah, nee, okay. Dann versuche ich es jetzt mal hier oben aufzumachen. Ja, es geht, okay. Und dann holen wir uns das mal raus. Es klingelt. Es klöckelt. Wishlist. Kling-klong. Und da ist Weihnachtspapier schon drauf, okay.
Das hat wohl einen Grund. Ich mache das jetzt, ich muss das mal jetzt mir anschauen. Ich muss mir das jetzt mal aufmachen. Wishlist, okay, Wunschliste. Entweder was ich mir wünsche, dass ich es dann weitergeben kann an meine, die mich beschenken sollen, oder dass ich mir aufschreiben kann, wie geht's denn auf? Geht's, muss man es einfach runterschieben? Oh mein Gott. Oder dass ich mir aufschreiben kann, wer sich was wünscht, dass ich das dann weiß. Oh mein Gott, ich bin wieder zu dumm, die Verpackung jetzt aufzumachen hier. Niki, du sitzt jetzt wahrscheinlich vor dem Ding, vor deinem Handy oder vor deinem Computer und denkst dir, boah, ist die bescheuert. Aber ich weiß nicht. Oder soll man es gar nicht aufmachen? Ja, ich, oh Gott, bin ich bescheuert. Man soll es gar nicht aufmachen. Man kann hier oben das einfach rausziehen. Oh, Weiber. Und das ist ziemlich cool. Guckt mal, Wishlist vor, also die 1, ne? Da kann ich dann immer draufschreiben, da kannst du dann Namen draufschreiben. Hast du das gestempelt? Nee, oder? Gedruckt. Weiß ich jetzt nicht. Könnte aber auch gestempelt sein. Aber wenn, dann sehr ordentlich. Also auf jeden Fall sind hier mehrere, ich glaube 6 Stück waren es, ja. Mehrere solche Blätter. Und die Bobbel oben sind immer so angeordnet, dass man eben 3 sieht und 3 nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und da kann ich mir jetzt selber draufschreiben, was ich mir, nein, was sich diejenigen wünschen. Und habe dann eben für Weihnachten schon eine ganze Liste. Das kann ich in die Handtasche packen und kann dann immer schauen, aha, das hast du schon, oder da brauchst du, für den brauchst du noch ein bisschen was. Das ist ziemlich cool. Vor allem kann man es auch übers Jahr hinweg sammeln. Die Idee ist auch schön. Und schaut mal die Verpackung an. Die ist sehr, sehr cool. Voll schön. So mit dem Abgeschrägten hier. Und dann halt hier oben dann zum Rausziehen, ne? Sehr, sehr cool. Die hast du mit deinem Plotter gemacht, ne? Ich habe auch einen Plotter da, aber irgendwie, das waren auch wieder so 300 Euro, wo ich mir gedacht habe, das musst du unbedingt haben. Du musst unbedingt einen Plotter haben. Und ich schalte ihn echt viel zu selten ein. Also man sollte viel, viel mehr machen, wenn man schon einen hat damit. Mal gucken. Ich spiele schon immer gern ein bisschen im Programm rum, aber irgendwie lasse ich es dann nie schneiden. Ich mache mir dann irgendwie selber meine Vorlagen, aber ja. Das Schneiden fehlt dann irgendwie meistens. Hey, super, super süß die Idee. Und auch hier mit dem Rausziehen, das ist voll süß. Ne? Also man muss sich halt dann nur merken, wer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Voll cool. Und das Papier ist auch süß. Guckt mal, das sind so, ich weiß gar nicht, was das ist. Also hier ist ein Elch, hier ist ein kleiner Teddy mit einem Hasen. Der hat ein Snowboard gleich mal dabei. Das sieht aus vom Schwanz her wie ein kleiner Fuchs. Also auf jeden Fall voll das süße Papier. Mega cool. Die Idee halt wieder, ne? So, Niki, Nicole, wahrscheinlich eher Niki. Vielen, vielen Dank für deine liebe Ü-Post. Den Stift hype ich ja total. Boah, den kann ich niemals nicht verwenden. Wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, schicke ich dir natürlich eine Kleinigkeit zurück. Aber wie schon gesagt, das dauert einfach jetzt noch ein bisschen, bis halt alles fertig ist, alles abgearbeitet ist, wer halt jetzt einfach zuerst da war. Wer malt jetzt einfach zuerst? Ich freue mich über alles. Dieses Memo-Papier von deinem Brief ist richtig cool. Muss ich mal gucken, ob ich das auch irgendwo finde, ob es das irgendwo gibt zu kaufen, weil das finde ich schon, da würde ich gerne meinem Chef oft mal was hinlegen auf dem Papier. Hehe, der würde es wahrscheinlich nicht verstehen. Niki, fühl dich gedrückt und vielen, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, dir hat das kleine Video ein bisschen gefallen. Und ja, ich drehe jetzt schnell noch den Haul ab und dann gehe ich mal einkaufen. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ich drücke euch ganz fest und Kopf hoch und Füße auf den Boden. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.